Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 0815 Live. Wir nähern uns schon mit großen Schritten den nächsten Pay-Per-View Money in the Bank. Ich bin schon gespannt, wer im Money in the Bank Leitermatch alle stehen wird bei 0815 und Impact. Wir werden es so machen, dass wir schauen, von der Leistung her, wie wer abgeschnitten hat und vom Ranking her, weil der ja erst ein derjenige, der erst ein Match gehabt hatte um den Titel, steht nicht wieder in diesem Leitermatch, weil das wäre ja Schwachsinn, dem gleich wieder so eine Chance zu geben, sich den Koffer zu krallen und das nächste Championship-Match abzusahen. Also nehmen wir wahrscheinlich eher welche, die mittig im Ranking stehen oder etwas weiter unten und noch keine wirkliche Chance hatten, um den Titel anzutreten. Schauen natürlich auch, wer wie in den Wochenshows abschneidet. Und von daher setze ich mich dann mit Daniel dann zusammen. Schauen. Dann werden natürlich in die jeweiligen Leitermatches reinkommen. Und dann würde ich sagen, legen wir auch mit der Show los und schauen, was uns heute erwarten wird. Nur nach 5 zu Beginn. Mit dem Match zwischen Rey Mysterio und Mike Ciroli und es gewinnt Rey Mysterio. Wahrscheinlich hat eins natürlich Alexander eingegriffen, aber trotzdem konnte sich ein Rey Mysterio durchsetzen. Dann ein Fatal Four-Way Match zwischen Buddy Murphy, dem Nightmare, dem Goldjungen und dem The Death und es gewinnt der Nightmare und wieder musste der Goldjunge den Pin einstecken. Ich weiß nicht. Also beim Goldjungen läuft's momentan nicht. Ich habe mir mehr erhofft vom Goldjungen. Wo ist seine Siegesserie, wo er bei ECW hatte mit den 98 Tagen Champion? Dann Drew Gulak gegen Adam Cole und es gewinnt. Der Black Druid hat sich in das Match eingemischt und es gewinnt. Der Black Druid gegen Drew Gulak und er hat jetzt auch mit dem Black Druid einen neuen Feind hinzubekommen. Scheinbar muss ich jetzt Drew Gulak demnächst mit zwei rumärgern. Der Rob Hogan trifft auf den Kilishi und es gewinnt Rob Hogan. Rob Hogan setzt sich endlich mal durch gegen Kilishi, aber ich könnte mir vorstellen, dass da auch jemand eingegriffen hat, nämlich ein Johnny Gargano. Raul Mendoza möchte jemanden zur Rede stellen und es ist der Adam Blade. Und auch hier ist eine neue Rivalität am Stissel. Ist wohl jetzt auch neuer Hauptherausforderer der Adam Blade auf den Titel von Raul Mendoza. Mal schauen, ob Adam Blade Raul Mendoza den Titel dann auch bei Money in the Bank abnehmen kann, wenn er bis dahin noch Number One Contender ist. Roderick Strong gegen Viper Banks und es gewinnt Viper Banks. Und dann das Match, das wir uns ansehen werden. Das Rückmatch um den Haupttitel von 0815. Cedric Alexander und Louis Barrett wollen den Titel vom Damon T haben. Das ist das Rückmatch, weil es ja bei Extreme Rules unentschieden geendet ist. Dieses Mal, um einen Clan-Sieger zu ermitteln, ist es ein Elimination Triple Threat Match. Und dann würde ich sagen, legen wir mit dem Match los. Schwung schnell, Einzug aus, los geht's. Und da geht das Match auch los. Damon T legt sich erstmal mit beiden an. Geht jetzt aber erst auf Cedric Alexander, aber Alexander kontern. Kommt jetzt mit der Clothesline angesprungen. Und jetzt Louis Barrett auf Cedric Alexander. Bin ja gespannt, ob ein Louis Barrett wieder in so eine dominante Phase kommt wie beim Tables Match bei Extreme Rules, wo er die letzten Minuten so dominiert hat, dass es zweimal danach aussah, als ob Louis Barrett dieses Match gewinnen wird. Aber zweimal wurde ihm die Aktion weggekontert bzw. unterbrochen. I
Und jetzt arbeiten sie hier zusammen gegen Cedric Alexander. Nein, wir wollen sie erst Cedric Alexander aufschalten und sich dann gegenseitig um den Titel kümmern. Und Louis Barrett rollt sich erstmal raus. Champ comes into tonight with a great deal of momentum, but like you said, anything can happen. We've seen champs get upset in the past. Who's to say it can't happen again here tonight? Agreed. I don't think anybody expected Eddie Guerrero to defeat Brock Lesnar for the WWE Championship back in 2000. Und da gibt es schon den ersten Pinversuch an Cedric Alexander, aber Cedric kommt raus. Und der Flip Pile Driver gegen Dementi. Das ging fix. Cedric Alexander unterbricht, aber den Finisher von Louis Barrett, gerade wo er ihn ansetzen wollte. Er müsste ihn eigentlich noch haben, der Louis Barrett, sein Finisher. Jetzt gibt's das Knie gegen Cedric Alexander. Und ein Piledriver gegen Louis Barrett. Aber Barrett kommt raus. Und der Pinversuch an Louis Barrett. Aber das reicht nicht. Und Rolling an Predator gegen Damon T und der Pinversuch. Und da ist der Champion eliminiert. Wir werden einen neuen Champion sehen. Heißt, bei Money in the Bank kriegt Damon T schon mal sein Rückmatch um den Titel. Cedric Alexander sagt jetzt, Louis Barrett soll aufstehen. Aber er springt ins Leere. Das ist die Chance für Louis Barrett. Und der Pinversuch, aber das sollte nicht reichen. Aber das ging mal fix, dass der Champion so schnell eliminiert ist. Und der Konter wieder von Louis Barrett. Und der nächste, nein! Der Pile Driver wird gekontert. Und wieder der Einroller, er kontert ihn. Und wieder. Und der nächste Einroller, aber das müsste Rofus sein. Nein, doch nicht. Und das war schon knapp. Louis Bird konnte sich nochmal retten. This is a grueling championship match. Nobody wants to lose this opportunity. Und jetzt wohl wieder der nächste Pinversuch. Nein, doch nicht. Cedric Alexander geht wieder. Sagt jetzt wieder zu Louis Barrett, dass er aufstehen soll. Jeder springt diesmal gut. Nein, jetzt springt er euch gar nicht. Jetzt gibt es den Lumberjack gegen Louis Barrett und der Pinversuch. Louis Barrett kommt raus. Aber Cedric Alexander hat noch einen Lumberjack parat. Aber Louis Barrett kontert diesmal.
irgendwann. Jetzt soll der Finisher von Loose Bird kommen. Aber auch Cedric Alexander kontert ihn wieder. Das ist ein Aufgabegriff gegen David, aber er kommt raus. Und der Pin-Versuch. Cedric Alexander kommt raus. Und das Comeback vom Lewis Barrett. Jetzt geht die dritte in den Magen. Und der nächste Pin-Versuch. Aber Alexander kommt raus. Und jetzt der Konter von Alexander. At what point do those thoughts creep in of what do I have to do to put this match to rest? I don't know. I don't know as a WWE superstar if you ever have those thoughts of self-doubt. Konter wieder von Lewis Barrett. Jetzt geht's in die Ecke für Cedric Alexander. Dropkick in den Rücken. Wieder in die Ecke für Cedric. Und da von Alexander. Und der nächste Lambert-Check gegen Lewis Barrett. Cedric Alexander gewinnt dieses Match und ist der neue 0:15 Cruiserweight Champion. Und das heißt für Lewis Barrett, geht es jetzt ans Ende des Feldes und Damon T bekommt nochmal sein Rückmatch. Und dann gehen wir weiter auf der Matchcard. Beziehungsweise sind wir schon am Ende. Dann kommen wir zum Ranking. Den News, den Rivalitäten, Champions Ranking. Habe ich mich gerade entschieden, gibt's keins, um es ein bisschen spannender zu machen, wer bei Money in the Bank im Match steht. Und in welchem Match. Cedric Alexander hat die Championship gewonnen. Noch bevor die Glocke ertönte, stürzte sich Viper Banks direkt auf Roderick Strong und prügelte in der Ecke auf ihn ein, bis es dem Ringrichter gelang, ihn aufzuhalten. Das Match konnte fortgesetzt werden. Aber aufgrund dieses aggressiven Akts war der Schaden bereits geschehen. Also Viper wird jetzt wieder langsam zu dem, wo er in Staffel 2 aufgehört hat. Raul Mendoza betrat den Ring und rief den Hauptherausforderer vor der Menge heraus, um seinen Gegner seine überlegenen Sprüche um die Ohren zu hauen und ihn so zu beeinflussen. Aber Adam Blade antwortete selbstbewusst und ließ sich nicht einschüchtern. Die beiden Superstars müssen nun zeigen, wer von ihnen mit dem Titel aus dem Ring geht. Johnny Gargano startete eine Gegenoffensive gegen Kelechi und wirklich damit die Rechnung von letzter Woche. Die Intensität seines Gegners ist ihm nicht fremd und jetzt hat er gezeigt, dass er in dieser Rivalität nicht nachgeben wird, egal wie brutal es wird. Adam Cole fand einen willigen Superstar, der seinen Platz gegen Drew Gulak einnahm und konnte aus dem Match heute Abend aussteigen, für das er eingeplant war. Manche Leute sahen diese Taktik als feige an, weil sie dachten, der Superstar hätte Angst, es mit seinem Gegner aufzunehmen. Interessant! Adam Cole wollte nicht gegen Gulak antreten und hat sich einfach mal den Black Druid als seinen neuen Gegner ausgesucht. Und somit ist auch der Black Druid ein neuer Rivale vom Drew Gulak geworden. Und bei der direkten Konfrontation von Cedric Alexander und Rey Mysterio nach dem Match stieg die Spannung zwischen ihnen fühlbar an. Keiner von beiden verzog auch nur eine Miene, denn die Menge voller Erwartung Luft anhielt.
Diese beiden Superstars warten nur darauf, endlich aufeinander losgehen und herausfinden zu können, wer von den beiden der bessere ist. Die Rivalitäten. Cedric Alexander und Rey noch 6 Wochen. Johnny Gargano gegen Kilishi noch eine Woche. Also entweder scheint es ein bisschen verbuggt zu sein oder die Rivalität wird immer weitergeführt, weil es scheinbar noch nicht wirklich einen klaren Sieger gibt. Bin gespannt, wie lange es noch gehen wird. Wenn es allzu lange gehen wird, werde ich sie von selbst löschen. Und Gulay gegen Cole noch 2 Wochen. Haben wir noch 5 mögliche Rivalitäten. 2 von mit Roderick Strong. Aber auch schon vor ein paar Tagen entstanden. Kann aber nicht aktiv werden, wegen den 3 aktuellen Rivalitäten, die noch am Laufen sind. Und Mike Zero mit dem Nightmare. Und hier hat Z-Days mit M. Rollins zu tun, warum auch immer. Und dann gehen wir auch schon zur nächsten Show und schauen, was uns da so erwarten wird. Und da sind wir bei Impact angekommen. Sehen einen lachenden Mr. Smile auf dem Titelbild. Dann nehme ich mal an, dass er heute ein Match haben wird. Bin gespannt, ob Pete Dunne ist oder ein anderer Gegner. Wenn es ein anderer Gegner ist, ob Pete Dunne wieder eingreift. Ich bin gespannt. Wir legen los mit Impact und schauen, was uns da erwartet. Und Impact beginnt mit dem Match zwischen Tyler Bate und dem Future Goat. Und es gewinnt Tyler Bate. Arya Davari trifft auf den Thunderbolt. Und es gewinnt der Freaking Wolf. Interessant. Hat sich Thunderbolt aus dem Match geschlichen und hat wahrscheinlich das gleiche gemacht wie Adam Cole. Sich einfach einen neuen Gegner gesucht, der gegen Arya Davari antreten wird. So kann man das natürlich auch machen, damit man nicht verliert. Der Black Pain trifft auf Lince Dorado. Das gewinnt Black Pain, der natürlich auch noch sein Rückmatch hat. Gegen den Smooth. Das Smooth, sich ja den Titel bekanntlich zurückgeholt hat. Und der angesprochene Smooth hat auch ein Match gegen den Gentleman Jack Gallagher und es gewinnt Smooth. Dann das Rivalitätsmatch. Kyle O'Reilly gegen Tommaso Ciampa. Und es gewinnt Tommaso Ciampa. Für Kyle O'Reilly läuft es momentan nicht gut. Tommaso Ciampa demonstriert gegen Kyle O'Reilly. Lässt ihm keine Chance. Die letzte Rivalität war ja ausgeglichen, aber jetzt scheint Tommaso Ciampa endgültig vernichten zu wollen. Und Brian Kendrick trifft auf den Zach Pleasant und es gewinnt Brian Kendrick und eine neue Freundschaft ist am Stissel. Zach Pleasant jetzt mit seinem ersten Feind. Und im Main Event Mr. Smile trifft auf den Rey Fénix und es gewinnt Mr. Smile. Dann schauen wir doch noch in die News und die Rivalitäten. Und dann war es das auch schon wieder mit Impact. Da haben wir viel News. Mr. Smile versuchte aus seinem Match auszusteigen und so heraus und so herumzutricksen, um sich für Matches, in denen sich bessere Gelegenheit boten, in Topform zu halten. Pete dann rannte zur Ringseite, um ihn zurück in den Ring zu stoßen, damit er das Match beendete und sein Ego wieder etwas auf den Boden geholt würde. Tommaso Ciampa hat seine Absichten deutlich gemacht, indem er vor Beginn des Matches Kyle O'Reilly überfallen hat. Er möchte seinen Gegner verletzen und wird ihn angreifen, wenn er es am wenigsten erwartet. Tommaso Ciampa hatte ja schon einmal Kyle O'Reilly verletzt. Will es jetzt wieder? Scheinbar aber, dass es länger verletzt ausfällt.
Bin gespannt, ob es zum Acer Chamber gelingen wird. Arya Daivari geriet nach seinem Kampf überraschend in einen Hinterhalt seines Rivalen. Thunderbolt griff von hinten an, als seine Musik die ganze Aufmerksamkeit auf die Bühne lenkte. Einige halten diesen Superstar für verzweifelt und feige, aber unabhängig davon, was andere denken, könnte er genau den Schaden verursacht haben, den er verursachen wollte. Interessante News. Weil eigentlich hatte ja Thunderbolt gegen Arya Daivari ein Match. Warum jetzt ein Freaking Wolf da reingekommen ist, steht hier nicht. Und Finn Balor tauchte direkt nach dem Match von Tyler Bate auf und verspottete die Leistung seines Rivalen. Das könnte der Beginn eines langfristigen Plans sein, seinen Rivalen zu verunsichern, damit dieser Fehler macht, wenn es am meisten darauf ankommt. Rivalitäten. Noch 6 Wochen zwischen Ciampa und Kyle O'Reilly. Eine Woche zwischen Mr. Smile und Pete Dunne. Und 2 Wochen zwischen Thunderbolt und Arya Daivari. 5 mögliche Rivalitäten. Einmal der Freaking Wolf gegen den Captain. Dann Baylor gegen Tyler Bate. Matt Gable gegen Mike Kanellis. Crazy Horst. Noch mit dem Dean Taylor am Werk. Und Zack Pleasant hat gegen Brian Kendrick eine wachsende mögliche Rivalität. Und dann kommen wir auch schon wieder zur letzten Show der Woche, dem Fight Club, und schauen, was uns dort so alles wieder erwarten wird. Wo wir wieder teaminterne Duelle sehen oder auch showübergreifende Matches. Der Fight Club beginnt auch schon mit dem Match zwischen dem Simon Dallas und dem Freaking Wolf. Und es gewinnt der Freaking Wolf. Also bei Simon Dallas ist wohl das Monster in sich jetzt tot, muss erst wieder neu auferstehen, damit Simon Dallas wieder da anknüpfen kann, wie er es am Anfang der Staffel getan hat. Zack Pleasant trifft auf den entthronten Champion Damon T von 0815 und es gewinnt Zack Pleasant von Impact. Liam Wilson gegen Mike Cerulli und es gewinnt Liam Wilson. Der irische König von Impact schlägt Mike Zero. Wieder der Punkt für Impact. Billy Sheehy trifft auf den Thunderbolt und es gewinnt Ilishi, der erste Punkt für 0815. Der Black Druid gegen den Goldjungen. 0815 Duell und es gewinnt der Goldjunge. Der Goldjunge kann es doch. Er kann gewinnen. Ich glaube, das müsste jetzt sein erster Sieg in Staffel 3 sein vom Goldjungen. Ist das jetzt der Start nach oben für den Goldjungen? Oder war das nur ein kleiner Zwischenerfolg? Ich hoffe das Erste, dass jetzt der Sieg ihm den nötigen Aufschwung gibt, den er benötigt. Und dann möchte der Nightmare noch jemanden zur Rede stellen, und es ist der David M. Rollins. Und somit auch die erste Feindschaft zwischen den beiden Herrschaften ist am Laufen. Und dann noch der Main Event. Viper Banks gegen Louis Barrett und es gewinnt Viper Banks. Was? Das kann nicht sein. Was ist da los? Vielleicht sollte man mal in Vipers Matches wieder eingreifen. Vielleicht an Mike Ciroli? Oder ist die Feindschaft der beiden zwischen Viper und Mike Ciro endgültig Geschichte? Wir kommen zu den News und den Rivalitäten. Durch seine Enttäuschung motiviert rief Nightmare den Superstar heraus, der ihn vor kurzem auf die Verliererseite gebracht hat. David und Rollins erschienen und es entwickelt sich ein angespannter verbaler Austausch über die Mikrofone. Es wird wohl ein entscheidendes Match zwischen diesen beiden in den nächsten Wochen bevorstehen. Die Musik von Dr. Death wurde als Ablenkung eingespielt und so wandte sich der Black Druid der Bühne zu, während sein Feind ihn von hinten attackieren konnte.
Ein derartiger Angriff zeigt, wie sehr dieser Superstar seinen Rivalen hasst. Er will ihm Schaden zufügen, ohne dass eine Chance auf Gegenwehr besteht. Deswegen macht es auch Sinn, wenn wohl mal ein teaminternes Duell beim Fight Club ausgetragen wird, damit von Impact jemand eingreifen kann. Interessant. Diese Rabauken von Impact. Die Rivalitäten. Nach wie vor die Rivalität zwischen dem Black Druid und dem Dr. Death geht noch 4 Wochen. Müsste dann Mitte des nächsten Monats fertig sein, aber das kann eigentlich nicht sein, da ja eigentlich immer die Rivalitäten zu einem Pay-Per-View enden. Dann gehen wir noch ins Power-Ranking und dann war es das schon wieder mit der heutigen Folge. Dann hoffe ich doch, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn ja, schreibt was in die Kommentare. Lasst gerne ein Like, ein Abo da. Und falls ihr neu seid auf dem Kanal und Interesse an dem Projekt mitmachen zu wollen habt, erstellt euch einfach einen Charakter. Das Infovideo dazu ist in der Videobeschreibung. Da findet ihr alles weitere, was ihr beachten müsst. Und ladet ihn dann unter dem Hashtag 0815live hoch. Kommt dann auch am besten auf den Discord-Server von Evo2k vorbei. Denn da findet ihr alles Wichtige zu eurem Charakter, wenn er abgelehnt wurde oder angenommen. Wenn er abgelehnt wurde, der Grund warum. Und dann würde ich sagen, hört man sich morgen wieder zu einer neuen Folge von 0815 Live. Bis dahin, macht's gut und ciao.